Hi, Dewitzka, der Lars hier. Willkommen zurück bei Super Mario 64 Star Revenge 3.5 Vacation of Cursed Dreams. Wir begeben uns jetzt zu Kurs 9. Kurs 9 versteckt sich in Kurs 1. Und es ist ganz passend, dass wir jetzt Kurs 9 spielen. Machen, tun. Denn wir feiern Jubiläum. 9 Jahre. Ich spiele jetzt seit 9 Jahren fast durchgängig Mario 64. Und mache allgemein jetzt den ganzen YouTube-Kram seit 9 Jahren. Zeit ist vergangen. Und wird auch weiter vergehen. Und wir gehen jetzt zu Kurs 9 rein. Das Gitter ist weg, ist ja schön. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder so ein 2D-Level. Melt More Harbor, Kurs 9, Pulse of the Park. Den 6. Stern kriegen wir erst, wenn wir wieder alles gemacht haben und das Level wieder verlassen. Ich könnte nach rechts, ich könnte aber jetzt auch nach links. Wo ich hier gerade schon mal links bin, gehe ich nach links. Da ist ein Loch in der Brücke. Das ist wahrscheinlich Lava. Die Lava hat ein Loch in die Brücke geätzt. Gebrannt. Nein, der macht mich fertig. Gib mir deine Münze. Okay, Kamera, könntest du bitte ein bisschen wieder näher ran und so sein, dass ich was sehe? Da kann ich klettern. Da kann ich weiter klettern. Ich will erstmal wissen, was in der Kiste drin ist. Münzen! Ich habe wieder volles Leben. Die Lebensanzeige seht ihr ja nicht, weil da die Kamera im Weg ist. Koopa-Alarm, schneller Koopa-Alarm. Ich will den nicht sehen. Ich will den nicht machen. Wie funktioniert der eigentlich in einem 2D-Level? Einfach. Jetzt ist er weg. Ich brauche ihn nicht mehr sehen. Finde ich gut. Okay, da haben wir erstmal den ersten Stern. Nette Felsen im Hintergrund. Felseninseln. Deine Münze nehme ich mir. Und jetzt springen wir zum Koopa runter. Oder? Nee, ich hole mir da die Münzen. Ich habe sie alle erwischt. Es gibt ja keinen Fallschaden. Ich sehe nichts. Jetzt mal Kamera wieder richtig machen. Ich gehe oben lang. Ist mir sicherer. Ist jetzt sicherer? Oder sind mir jetzt die Stangen im Weg? Nee. Ist alles okay. Meins. So, sag mal, wie das jetzt funktioniert. Wow, dies ist das Land des großen Dodger. Was bringt dich dazu, hierher zu kommen? Du willst ein paar Sterne? Ich habe einen. Aber für den musst du gegen mich ein Wettrennen zur anderen Seite bestreiten. Bereit? Los! Okay. Die andere Seite ist wahrscheinlich irgendwo da hinten. Ach, jetzt ist mir die blöde Stange im Weg. Und die Röhre ist jetzt im Weg. Rüberspringen! Nein! Dummes Scheißvieh, verpiss dich! Nein! Ich bin zu langsam! Ich bin zu langsam! Er besiegt mich! Dann darf er mich jetzt auslachen wahrscheinlich. Dann darf ich nochmal raus aus dem Level, um den zu besiegen. War ist ja ätzend. Ich gewinne, du verlierst! Das ist, was du verdienst, wenn du dich mit den schnellen Koopa anlegst. Viel Glück fürs nächste Mal! Ja, jetzt kenne ich ja die Strecke, jetzt weiß ich, dass mir da irgendwelche Viecher im Weg sind. Ging's da jetzt irgendwie weiter? Sah jetzt nicht danach aus, obwohl ich kann klettern. Ich kann hier klettern und da. Ah, hä? Interessant. Krieg ich so nochmal einen Stern? Finde ich gut. Da war mal so ein Lebensherz. Wirklich nützlich. Für sowas kann man die benutzen. Für irgendwelche Gimmick-Sachen. So, und jetzt will ich da zum blauen Scheiter. Hol mal ein paar Münzen. Verpiss dich. Lass mich in Frieden. Geh nach unten zu deinem Kollegen. Das ist vielleicht nicht gut, dass die jetzt da auf einen Haufen sind.
Okay, hier ist er mir erstmal nicht mehr ein Weg. Das ist ja schon mal schön. Brauchen wir noch 12. Hier oben geht's nochmal weiter. Kamera, kannst du ein bisschen näher ran? Danke. Und dann hast du da noch mehr Münzen. Das dürfte ja reichen gleich. Oh, scheiße. Ey! Wie weiche ich denn den aus? Indem er mich einfach verfehlt. Die einzige Möglichkeit war es jetzt gewesen, ihn da loszuwerden. Einfach mal mit einer Stampfattacke den da irgendwie erwischen. Nein! Oh, lass mich in Ruhe, ey. Ein Glück habe ich genug Leben. Oh, ey. Da haben wir einen weiteren Stern. Ist ja wunderbar. Und dann springe ich jetzt rechts vorbei. Mir fehlt denn eine Münze? Mir fehlt jetzt eine Münze. Ich nehme mir den Bulli. Ich darf jetzt keine Münzen... Ah ne, hier haben wir noch Münzen. Sehr schön. Keine Münze in der Luft, die ist... Der wäre der Stern in Scheiße zu erreichen. Na endlich. Dachte jetzt... Oh, du nervst. Dachte, mir hat mich jetzt hier gesoftlockt. Das wäre ja ernst toll gewesen. Nochmal alles machen. Also viel haben wir noch nie gemacht. So, oben waren wir. Der Cooper ist jetzt weg. Ah ja. Ich sehe schon. Machst du so. Machst du... Wunderbar machst du das. Hätte ich den Cooper jetzt besiegt, hätten wir das jetzt schon alle. Ganz toll. So eine Scheiße. Denn sollte ich mich jetzt lieber sterben lassen? Es gibt ja eh keine Leben. Damit wir schneller hier aus dem Level wieder rauskommen. Aber dafür müsste jetzt erstmal die Metallkappe weg. Die Metallkappe ist jetzt, nicht so doll. Da bin ich gestorbt. So, wieder rein. Cooper töten. Cooper töten. Cooper besiegen. Ich sollte vielleicht erstmal Platz machen. Die Strecke präparieren. Damit ich hier nicht aufgehalten werde. Verpiss dich. Sollte ich die... Ich glaube, das reicht. Die haben mich gehindert. Die beiden haben mich gehindert. Aber jetzt nicht mehr. Du kannst auch weg. Du kannst auch weg. Nicht mich wegmachen. Du... ich hab kaum Leben. In der Kiste waren doch Münzen drinne. Die können mir auch mal hier kurz helfen. Habe ich wieder volles Leben. Die Lebensanzeige seht ihr ja nicht. Ne, jetzt habe ich volles Leben. Da ist ja meine Kamera drüber. Ey, du. Komm mal ran. Ich kann nicht zu dir kommen. Ich bin hier auf dieser 2D-Ebene gefangen. Ja. Ich mach die platt. Diesmal verliere ich nicht. Einen weiteren Sprung an die Stange. Über die Brücke, über die Röhre. Kiste, Wandsprung. Hätte ich besser machen können. Den ausgewichen. Ganz souverän gemeistert in 24,6. Jetzt warten wir auf die Schildkröte. Wie habe ich verloren? Wahrscheinlich, weil ich lange nicht mehr trainiert habe. Wow. Dann hier für dich der Stern. Er ist mir vorhin besiegt.
Jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich dich besiegt. Du bist mir im Weg. So, und jetzt wieder sterben. Dieses Level geht richtig schnell. Warum habe ich die Münzen eingesammelt? Das ist so ein Zwang in diesem Spiel, Münzen einzusammeln manchmal. Wieder rein. Magma Mines. Wir sind auf einer anderen Ebene. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind auf der hinteren Ebene. Ah ja. Die Flickflack-Blöcke. Ich bin wieder da und dann wieder weg. Blöcke. Die Fähigkeit an sich cool. Sollte ich jetzt schon runter? Wie viel Zeit habe ich? Wie lang ist die Strecke? Ah, ich soll dann mit Wandsprüngen mich oben halten möglichst. Oder wie sieht's aus? Ja, da wollte ich zu viel. Da wollte ich einfach zu viel. Kannst ja erstmal nicht ahnen. Mann, du hast nicht ewig Zeit. Du kannst ja schon mal... So, jetzt tun wir hier warten. Da hinten ist der Stern. Man kann es zumindest schon mal sehen. Ha! Jetzt wollte ich wahrscheinlich wieder zu viel. Wandsprünge kann ich. Was bewegt der mit dem komischen Pilz jetzt da? Dafür hätte ich den Pilz denn gebraucht. Alles klar. Ich brauche den Block da nicht. Würde es da oben nochmal lang gehen? Ich kann mich gar nicht da umsehen. Da oben sind auf jeden Fall irgendwelche Kisten. Ob da irgendein Geheimnis irgendwie drauf ist? Kann man da irgendwie hoch? Ich glaube, die Kiste da ist ein Weg. Irgendwas hier versteckt. Man kann ja gucken. Ist nichts. Ist der letzte Stern von den Level. Und dann machen wir uns auf zu Kurs 10. Okay. Das Level ist fertig. Ich guck nochmal nach. Hat jetzt was richtig gemacht? Hat was falsch gemacht? Was hat gemacht? Der Aufbau von diesem Menü ist seltsam. Wo ist denn... Wo steht denn hier C798? Wo ist 9? Wo ist denn 9? Ich sehe da kein 9. Ich hab alles. Ich sag, ich hab alles. Dumme Treppe. Wäre schnell gegangen, wenn ich einfach mich sterben lassen ließ. Gelassen hätte. Das ist nicht der richtige Korridor. Wo ist denn, wo muss ich denn hin? Was haben wir denn hier eigentlich nochmal? Da haben wir ja. Haben wir ja alles. Dann bin ich hier groß auf dem Boot nochmal unterwegs gewesen. Gar nicht. Hier ist Spiel anfangen? Genau. Ich will doch nur zu Kurs 2. Denn Kurs 10 ist bei Kurs 2. Das war das erste komische Sterngitter, was ich gesehen hatte. Das dürfte jetzt auch weg sein. Da, da, da. Kurs 10! Pult Cove. Blocks between the pipes. Es sieht ein bisschen so aus, als ob hier so ein bisschen Öl ins Wasser gekippt werden würde. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Der Sparky hat mich dazu gebracht, einen anderen Weg zu nehmen. Ich gehe jetzt hier kreuz und quer. Ich verlaufe mich hier noch. Ich wollte doch da einen Wandsprung festhalten, Scheiß machen. Mach ich so. Ich kann da drauf laufen. Nee. Denn lieber nochmal loslassen.
Wozu bist du da? Kannst mich überhaupt aus der komischen vorgegebenen Bahn rausschmeißen? Da geht es eine Kiste. Ich will wissen, was die Kiste macht. Den Stern können wir auf jeden Fall holen. Na, leicht rutschig. Da wäre eine komische Kappe. Dann geht's da auch wieder runter. Ich will zu der Kappe. Genau. Da ist ein Teleporter und ein Dings. Ein Schalter für blaue Münzen. Ah, guck mal an. Ich kann gar nicht den gleichen Weg wie vorhin nehmen. Was? Wie komme ich dahin? Ich muss denn unten lang. Okay, dann lass ich jetzt komisch Kameraposition jetzt, wie sie ist. Ey, geh da rauf. Dann sehe ich nicht nur ein bisschen mehr. Die Musik könnte ruhig ein bisschen lauter sein vom Spiel. Das bin ich nicht. Das ist nicht meine Schuld, dass die so leise ist. Das ist das Spiel an sich. Ich verliere zu viel Zeit. Ich muss doch hinten an die Dings rankommen. Da hat ihr genug Zeit. Da habe ich Zeit verloren, Bein aufheben. Aber auf die Weise haben wir den Stern. Ja, kannst mir ja eh nicht treffen gerade. So, sind wir hier hinten fertig. Glaube ich. Oder war hier irgendwie noch irgendwas geheimet? Ne, dann gehen wir jetzt unten lang. Das haben wir mal einen Stern. Ah. Hätte ja noch mehr Zeit gehabt. Kann ich mit der Dings irgendwas jetzt hier anfangen? Uah. Da war ich schnell genug. Einfach runterrutschen? Dann bin ich da. Da muss ich mit dem Teleporter hin. Da muss ich mit dem Teleporter hin. Oder? Ich kann hier langlaufen? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich da durch kann. Ich dachte, das wäre Treibsand. Ihr doch auch! Ich dachte, das wäre Treibsand. Aber wenn die Tür so einfach lang geht, dann ist das schön. Gehe ich jetzt oben lang, unten lang? Ich gehe erstmal oben lang. Zuerst immer oben. Weil unten landet man ja eh irgendwie schon wieder. Die Kameraposition ist gerade nicht ganz so doll. Man sieht zwar viel, aber irgendwie sieht man nicht richtig, wie man springt. Ist so ein klebriger Sand. Kannst nicht richtig springen auf den. Der hält einen ein bisschen unten. So, jetzt hattet ihr reich mit den drei Sprüngen. Ist doch schön. Okay, wenn es nicht rutschig ist, dann ist es nicht rutschig. Und hier ist ein Gegner drin. Natürlich ist da ein Gegner drin. Zwar nicht der Gegner, den ich gedacht hätte. Aber es ist wieder so eine scheiß Schildkröte. Hatten wir heute schon.
Wunderbar. Piss dich. Ach ja, Münzen dürfen wir ja auch sammeln. Den hätte ich ja gleich mal die Münzen da unten sammeln können, wa? Ja, ich spring da gleich wieder runter. Wie das aussieht. Ich könnte da jetzt hoch, aber da ist ein Stern. Ich will erstmal den Stern. Dafür muss der nur raufspringen. Wunderbar. Für das Level brauchen wir ein bisschen länger. Weil die Wege ein bisschen fieser sind. So ein bisschen. Einmal da festhalten. Halt die Klappe. Ich komme da gar nicht ran. Da muss ich oben rüber oder was? So. Die Münzen eingesammelt. Nicht hier im komischen nassen Sand untergehen. Kann ja auch passieren. Jetzt darf ich wieder den Weg hier zurück. Oh, ich dachte schon, die Kante tötet mich. Ah! Zwei Münzen haben gefehlt. Hurra, warum bist du da eigentlich in... Achso, ich kann da... Ich kann da drüber laufen. Den gehe ich jetzt erstmal rechts lang. Obwohl ich jetzt schon wieder nach links könnte. Für die Münzen. Das würde funktionieren. Ich habe jetzt aber kein Schild gesehen, was sagt, du musst erst die anderen Sterne holen, damit du den letzten Stern holen kannst. Verrecke. War jetzt irgendwie was? Laufe ich jetzt gleich wieder zurück? Zwangsweise. Guten Tag. Kanone? Was für eine Kanone? Die Kanone. Die haben wir noch nie gesehen. Ja, ja, ja. Ich will an die Kiste da ran. Ach, ich will über dich rüberspringen. Ich sehe das nicht. Da ging es jetzt aber nicht weiter, oder? Das ist nur irgendeine komische Säule. Ich kann mich leider nicht umgucken in den Level. In diesen komischen 2D-Leveln. Funktioniert das nicht? So, und jetzt laufen wir wieder zurück. Einfach. Ich glaube, der hat einen Getriebeschaden. Ja, danke, dass du mich darüber schmeißt. Ansonsten komme ich hier nicht raus. Nein. Denied. Oh nein. Oh, nicht wieder runterfallen. Es nervt mich, die komische Elektrokugel. Lass mich in Frieden. Oh. Ich kann den halt nicht... Ich kann den Ding nicht ausweichen. Also, ja, dann ging es ja nochmal nach rechts. Wir sind ja links lang gegangen. Ich könnte da weiter lang oder ich gehe erstmal wieder. Erstmal nach oben. Nach unten kommt man ja eh irgendwie. Du nervst. Was zieh dich?
Mach ich's mir einfach. Okay, da haben wir die Kanone. Schräge und springen ist kacke. Oh, jetzt hat er den Wandsprung da nicht gemacht. Du bist im Weg. Das ist zu weit. Nein, das ist genau richtig. So, mit einem Saito funktioniert's. Wie kann ich mir jetzt schießen? Ja, nach da garantiert nicht. Kann ich mich auch in die andere Richtung? Oder, ja, ich kann mich auch... Nee, nicht wirklich. Der Schaufel 1 hätte ja auch komplett jetzt kacke laufen können. Ja, wie soll ich den denn kriegen, wenn er mir ausweichen kann? Und ich kann nicht ausweichen. Wieder einholen. Warum war da eine einsame Münze? Ja, was fehlt mir noch so? Mir fehlen noch 3 Sterne? Dann hole ich jetzt erstmal die Münzenstern nochmal. Das Vieh ist mein Untergang. Das Vieh ist richtig mein Untergang. Weil du kommst hier nicht lang, wenn das Vieh da dir ein Weg ist. Nein! Du musst an dem Ding vorbei. Das ist das Schlimme. Nein. Da kommt die nächste Flamme. Ihr nervt. Ihr nervt tierisch. Ich will doch nur zum komischen blauen Scheiter. Verpiss dich. Wow. Ach ja, ich hab dich wieder vergessen. Ich krieg hier Münze nochmal. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. So, nochmal eins nach oben. '69, ganz, ganz kurz war sie da. Machen wir das. Lass mich jetzt einfach sterben. Den Weg schneller wieder an Anfang. Da, wo ich hin will. Aber wo kann ich mir jetzt hier schnell sterben lassen? Hier in der Abgrund. Abgrund! Geht halt schneller. Und wieder nach oben. Schnell, bevor das fiedert mich. Stört. Die Kamera ist etwas zu nah dran. Kannst mal ein bisschen weiter weg. Entweder ist bis zu weit weg oder zu nah dran. Dass der Wandsprung funktioniert hat, war seltsam. Ging's da weiter nach rechts oben? Oder war das jetzt nur der Weg zur Kanone? Da kann man oben nochmal lang springen. Jetzt bin ich ganz unten gelandet. Schaufelfi, du nervst. Und du auch. Komm raus. Scheißvieh.
Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Direkt in das Ding rein. Erstmal schocken lassen. Oben gelandet. Hätte da unten lang können, oder? Da ist ein Stern. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Der ist da eingesperrt. Von unten. Scheiterspaß. Spaß mit Scheitern. Ja, ich muss den ganzen Weg. Ich muss den ganzen Weg gehen, um den Schalter zu aktivieren. Und wenn ich es verkacke, darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich will wissen, was in der Kiste drin ist. Es sind nur Münzen. Alles klar. Muss ich erstmal in der Geschwindigkeit denn machen. Wo war ich denn noch gar nicht? Na, drüber ist Sprung. Ah, echt mal, wo war ich jetzt noch nicht? Ich musste mich nach links nochmal, nach rechts nochmal schießen lassen. Warum mache ich denn das so jetzt? Was hat diese Säule rechts auf sich? Die sieht aus, als ob man da irgendwie drauf landen kann. Ja, Palm Tree Panic versus Wump. Wump. Ist mir ja Wumpe. Ist Jubiläumsfolge. Kann ein bisschen länger sein von mir aus. Es ist schneller, wenn ich mich jetzt hier wieder einfach in den Abgrund jage. Wisst ihr? Kommt er nicht weg? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Da war kein Schild, was sagt, dass du wieder raus musst, oder? Oder habe ich das übersehen? Hätte ich mich jetzt lange suchen können nach einem weiteren Weg. Nach einem weiteren Stern. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Der kam ja wie aus nichts. Ja, die Kiste bräuchte es da eigentlich nicht. Spring doch einfach! Macht da einfach gar nichts. Das ist nicht so der Plan, Mario. Nichts zu machen. Einfach die Stufen runterfallen ist nicht so gesund. Weißt du? Jetzt er ja hier. Ja, lass mich in Frieden. Okay, ist es nicht rutschig? Ein Glück. Nein. Wenn du mir jetzt in die Quere kommst, wirst du weggeschossen. Wo willst du mich jetzt hinschicken? Wo willst du mich hinschicken?
Dahin? Kann ich? Da ist eine Münze. Ich habe die Münze verfehlt. Ah, ist wieder so ein Kampf. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich mich amüsiere? Hey, diese glänzenden Dinger gehören meinem Boss, nicht dir. Gib sie zurück. Niemals. Ich kann nicht springen. Ich konnte nicht springen. Ist jetzt nicht mega schwer, der Kampf. Kommt drauf an, ob er in der Bahn bleibt, wo ich ihn treffen kann. Der schlimmste Tag überhaupt. Der große Dodger wird Vergeltung bringen. Du wirst sehen. Du bist verdammt. Ja, wenn mich die Flamme jetzt da trifft, dann ja. Ah, die ist Feuer. An der Steinplatte kaputt gegangen. Und jetzt wieder einfach aus den Level raus. Und Kurs, und Stern 6 ist jetzt wieder eine andere Stelle. Bitte? Ist das so? Sag mir, dass es so ist. Palm Tree Panic! Ist es wieder eine andere Stelle. Okay. Ah, da muss ich jetzt hoch. Da muss ich denn jetzt hoch. Wandsprünge. Wandsprünge. Kann ich. Ich kann Wandsprünge. Ein Glück war ich schnell genug. Die Steuerung will heute nicht so. Oder meine Finger wollen nicht so, wie ich das will. Vielleicht macht das mehr Sinn. Ja, Wandsprünge kann ich. Ich kann auch versagen. Gib's mal eine längere Folge. Ich wollte jetzt keine 40 Minuten hier spielen. Scheiße. Aber ich habe doch mehr Probleme mit diesem Level als gedacht. Ich stelle mich einfach scheiße gerade an. Warum? Ich habe mich in Kurs 9 so gut angestellt. Oh, nicht wirklich. Kamera zurück. Sind wir darüber. Nicht wieder bei diesen komischen Stufen verkacken. Hatten wir schon. Wollten die nochmal. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Hätte ich mich nur ein bisschen mehr trauen müssen. Ist das klebrig, der Sand? Oder der Boden? Yay! Noch vor 40 Minuten sind wir hier fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dank fürs Zuschauen und geschaut haben. Und bleibt gesund! Bleibt bunt! Macht den bunten! Lasst gerne Kommentare da und so. Schaut wieder rein.